Also Melissa, vorab nochmals herzlichen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, um mit uns heute zu diskutieren. Ich habe dir schon geschrieben, unser erster Teil der heutigen Veranstaltung soll sich thematisch mit dem Terroranschlag des 2.11. und vor allen Dingen den Folgen beschäftigen. Ich habe in einem Interview von dir gelesen, wo du auch interviewt wurdest, dass eine jugendliche Migrantin gesagt hat, ich habe Angst, dass der Rassismus hier in Wien noch schlimmer wird nach dem 2.11. Denkst du, nimmst du wahr, dass der Anschlag in Wien den antimuslimischen Rassismus nochmals zusätzlich befeuert? Ich persönlich bin keine sichtbare Muslima und würde jetzt, hätte ich nicht Kontakt zu sichtbaren Musliminnen, sagen, na. Aber da ich natürlich ein diverses Umfeld habe und schon von den ersten Freundinnen mit Kopftuch tragen gehört habe, dass sie sich nicht mal mehr trauen, einkaufen zu gehen, vor allem in den ersten Tagen nach dem Anschlag, kann ich das jetzt nicht so beantworten aus dieser privilegierten Sichtweise. Ich glaube schon, dass er für Menschen, die sichtbar muslimisch sind, zugenommen hat, dass sich da einfach Angriffe zugenommen haben. Wir haben auch gesehen, dass Sarah immer mehr Angriffe verzeichnet bekommen hat. Das heißt, Leute melden es auch, was ich wieder auf der einen Seite gut finde, weil nur so kann dann auch vielleicht politischer Druck entstehen, dass man mal politisch auch gegen antimuslimischen Rassismus vorgeht, weil aktuell hat das nicht einmal, haben das nicht mal die Grünen im Parteiprogramm verankert. Das heißt, das ist schon etwas, wo wir uns auch dem annehmen müssen und offensichtlich hat er zugenommen. Ja, wenn ich es jetzt eben aus dieser privilegierten Sichtweise auf meine Person nicht bemerkt habe. Ich habe nur bemerkt, aber das kann auf alles zurückzuführen sein. Ich kriege sehr viele Reaktionen von Leserinnen, Zuschauerinnen und die sind im Ton schärfer geworden, noch schärfer, passiv-aggressiver und auch ganz viel auf meinen Glauben, auf meine Dasein als Muslima befragen, obwohl es in meinen Artikeln jetzt gar nicht darum ging, immer dann sowieso distanzieren Sie sich nicht. Was halten Sie eigentlich davon? Also was soll ich von einem Anschlag halten, außer es zutiefst zu verurteilen und dass mich das natürlich genauso schockiert hat? Da habe ich es gemerkt, aber hätte es jetzt so nicht als Übergriff wahrgenommen. Du hast ja proaktiv via Twitter angeboten, mit diversen Schulklassen über den Terroranschlag zu sprechen, gemeinsam zu reflektieren. Was waren in diesem Kontext deine Wahrnehmungen? Wie ist die Wiener, die österreichische Jugend, die du kennengelernt hast, in dieser Zeit mit dem Terroranschlag und seinen Folgen umgegangen? Jetzt haben echt viele Pädagoginnen und Pädagogen das Angebot angenommen. Ich musste irgendwann aufhören, weil ich auch arbeiten muss, musste dann. Aber ich habe echt viele Schulklassen besucht via Zoom. Also es waren dann hunderte Schülerinnen und Schüler. Und da war, umso jünger sie waren, desto verstörter schienen sie. Auch halt auch so Fragen wie, warum wir, warum Wien, was haben wir falsch gemacht? Also so wie, eben richtig Angst und im Sinne von, also so unglaublich, auch wie konnte das passieren? Viele Kinder, die aus Afghanistan und Syrien geflüchtet waren, wurden mir berichtet von den Lehrerinnen, waren halt echt verstört, wollten gar nicht mehr zur Schule, weil sie kennen solche Anschläge aus der alten Heimat und haben sich in Österreich sicher gefühlt und dann passiert sowas. Also es war schon verängstigt. Umso älter sie waren, desto reflektierter, aber desto mehr Angst hatten diese älteren Jugendlichen, die selber muslimischen Background hatten, dann vor einem Rückschlag, also dass sich das dann gegen sie richtet, weil sie dann halt schon mitbekommen haben, wie das so immer läuft, ja, oft, dass dann Muslime dafür also ja, in die Verantwortung gezogen werden, obwohl sie natürlich nichts können. Mich hat es erschreckt, wie viele Jugendliche, ich hatte ja dann zwei im Podcast auch, die dazu gesprochen haben, wie viele sich auch schon so Argumente zurechtgelegt haben, so Suren, die belegen, dass der Islam gegen Gewalt ist. Also ich fand es echt, ich meine, ich finde es super, dass sie halt das wissen, aber ich finde es nicht nötig, dass ein 13, 14, 15-Jähriger und Jährige so argumentieren muss und das Gefühl hat, er muss jetzt erklären und Pressesprecher einer Religion sein, damit die Leute kein falsches Bild bekommen. Das macht, würde man nie mit Nicht-Muslimen und Musliminnen machen. Der Islamische Staat hat 2015 in seinem Manifest geschrieben, er möchte die graue Koexistenz zwischen Muslimen und Nicht-Muslimen in Europa zerstören. Wie würdest du jetzt einer jungen Muslima in Wien empfehlen, mit dieser möglicherweise anwachsenden Antipathie Musliminnen und Muslimen gegenüber umzugehen? Der jungen Muslima, ich weiß nicht, ob sie jetzt unbedingt die ist, die ich
die man jetzt da schulen müsste. Man müsste eigentlich die Kinder ohne Migrationshintergrund, ohne muslimischen Background mit ihnen drüber reden, beziehungsweise mit allen. Man müsste an der Schule einfach über solche Themen sprechen und sie besprechen, über Extremismus, der ja überall sein kann. Also ich würde jetzt gar nicht die muslimischen Schülerinnen herauspicken und ihnen irgendwelche Strategien mitgeben, weil das ist ja genau das, was ich meine. Ich finde nicht, dass sie sich verteidigen müssten. Ich finde es nicht richtig, dass man von Musliminnen verlangt, sich zu distanzieren. Das macht man ja von nicht-muslimischen Österreicherinnen auch nicht. Und damit zeigt man ja, dass Muslime nicht wirklich ebenbürtig sind dann oder auf einer Stufe, weil man andere Dinge von ihnen verlangt und voraussetzt. Und das ist schon ein bisschen unter Generalverdacht stellen. Ich würde einfach diesen Jugendlichen raten, dass wenn sie so etwas erleben, dass sie das melden, dass man das bei Sarah melden kann. Man kann auch, wenn es in der Schule antimuslimische Aussagen gibt, gibt es auch da eine Initiative für ein diskriminierungsfreies Bildungswesen, wo man das hinmelden kann. Das finde ich wirklich wichtig, dass man das meldet, und generell empfehle ich immer allen, was ich schon so internalisiert habe, wenn ich irgendwo unterwegs bin und ich sehe halt sichtbare Musliminnen, dann setze ich mich halt automatisch schon in der U-Bahn hin, weil ich mir denke, wenn irgendwas ist, dass ich halt einschreiten kann oder ich halt mit denen reden kann oder so, damit sie sich halt nicht so allein fühlen. Und irgendwie gibt auch mir das ein bisschen, auch, also ich finde jetzt nicht, dass ich da jetzt die Heldin bin oder ich glaube nicht, dass sie jetzt die Opfer sind. Ich muss sie schützen. Auch mir gibt es irgendwie so Solidarität, so ein Gefühl von, okay, wir sind da jetzt gemeinsam, wenn ich mich einfach zu Leuten setze, wo die halt gerade exponiert sind unter dieser Situation. Wenn wir die Debatte ein wenig vom Terroranschlag abkoppeln wollen und aber über den Rassismus, Alltagsrassismus in Wien und in Österreich weitersprechen, sehen wir, dass die Zahlen ein Bild abzeichnen, das auf einen verstärkten Rassismus in unserem Alltag in Österreich hinweist, der jährlich wächst. Wir haben im muslimischen Antirassismusbericht eine Zahl von 1050 gemeldeten Vorfällen im Jahr 2019. Im Jahr 2014 waren es noch etwa 100. Im Antisemitismusbericht haben wir im Jahr 2019 10% mehr gemeldete Fälle als in der vorangegangenen Studie. Worauf führst du ganz allgemein diesen anwachsenden Rassismus in der österreichischen Gesellschaft zurück? Da gibt es ja genug Expertinnen und Experten, die das zu erklären versuchen. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass er mehr wird, sondern man artikuliert es halt und Menschen, denen das passiert, machen es auch zum Thema mehr. Also wenn jemand von euch, von Ihnen, das Integrationsparadoxon von Aladdin Elmar Falani gelesen hat, dann wird er, also glaube ich, gut nachvollziehen können, was das bedeutet. Und das hat mir auch die Augen geöffnet. Ich hatte auch das Gefühl, es wird immer schlimmer. Und nach dem Buch, und er ist ja Soziologe und Bildungswissenschaftler, also ein Experte in dem Gebiet, ist mir dann klar geworden, nein, es wird eigentlich nicht schlimmer, sondern Leute wie ich oder Migrantinnen und Migranten können jetzt was sagen, wollen auch einen Platz an diesem Tisch, wollen mitreden, wollen diese Kultur und eben auch diese Diskriminierung, die offensichtlich schon noch Teil dieser Kultur ist, ansprechen. Und sie sind lauter geworden und dadurch wirkt es mehr. Also ich glaube nicht, dass das jetzt subjektiv, also ich glaube subjektiv kommt es uns so vor, aber objektiv ist es offensichtlich, also laut Studien jetzt nicht mehr geworden. Andererseits erinnere ich mich dann zum Beispiel an die Salzburger Studie, die 2020 rausgekommen ist, wo ich echt in der Schrecken lesen musste, wie viele Menschen nicht muslim, also muslimischen Österreicherinnen und Österreicher die Rechte absprechen wollen. Da war ja so eine Frage, finden Sie, sollten Musliminnen in Österreich dieselben Rechte haben? Und eine erschreckend hohe Anzahl von Menschen hat gesagt, nein. Und was mich da noch fast schon noch mehr schockiert hat, ist, dass das medial die Studie so wenig rezipiert wurde und total untergegangen ist. Und wenn wir ehrlich zu uns sind, wenn das umgekehrt gewesen wäre, wenn Musliminnen in dieser Studie gesagt hätten, ich finde, Österreicher, Nicht-Muslime sollten nicht dieselben Rechte haben wie Muslime, dann wäre das ja überall gewesen. Bis heute würden wir Reportagen dazu sehen, zu Recht, ja, weil das ist erschreckend. Aber umgekehrt nicht. Also es ist irgendwie so, ich bin auch hin und her gerissen, aber offensichtlich sagen uns die Experten, die Diskriminierung nimmt nicht zu. Für mich subjektiv fühlt sie sich natürlich auch so an, aber ich versuche halt immer eben mein subjektives Empfinden irgendwie nach hinten zu stellen und mir anschauen, wie schaut es irgendwie real aus. Ich habe natürlich auch dein Buch Generation Haram intensiv studiert. Du schreibst in einem Kapitel, Mohammed ist kein Name, Mohammed ist ein Urteil.
In diesem Zusammenhang in der Rassismus-Report des Vorjahres kommt auch klar heraus, dass es deutlich mehr, zumindest gemeldete Fälle von Rassismus in Österreich gegenüber Männern gibt als gegenüber Frauen. Geht das mit einem Kapitel sozusagen einher? Oder auch anders gefragt, was muss in Österreich getan werden, dass dieses Urteil im Jahr 2030 nicht mehr zutrifft? Ja, wenn wir nach Hanau schauen, das ist jetzt bald ein Jahr her, da waren ja die meisten Opfer auch Männer, muslimisch gelesene Männer. Also vor ihnen hat man irgendwie Angst und man glaubt, man muss sie nicht beschützen, weil sie im selben Atemzug natürlich für viele gefährlich wirken. Ja, breite Schultern, Bärte, jetzt auch klischeehaft von mir ausgedrückt. Oft auch solche jungen Männer halt auch so ein Macho-Gehabe mitbringen, aber einfach nur, weil sie sonst sich ohnmächtig fühlen in der Gesellschaft, ja, weil Angst zulassen in dem Patriarchat, in dem wir auch in Österreich leben, für Männer noch immer nicht nahbar ist und deswegen kontern sie halt mit so, gerade mit diesem starken Verhalten und ihnen kaufen wir es halt ab. Bei ihnen glauben wir, okay, das sind 14-Jährige, aber wir bewerten sie wie Männer und haben das Gefühl, wir müssen sie nicht beschützen. Während wir bei zum Beispiel muslimischen Mädchen die ganze Zeit davon reden, ja, wir müssen sie schützen vor eben diesen Männern, ja, vor ihren Brüdern. Wir müssen ein Kopftuchverbot in der Schule einführen, um sie zu schützen, mal abgesehen davon, dass das keinen Schutz bietet. Aber man gibt zumindest vor, dass sie eine schützenswerte, eine vulnerable Gruppe sind und bei den Burschen eigentlich gar nicht. Also die sehen wir nur als Gefährder, als Unterdrücker von den eigenen Frauen, von unseren Frauen, wer auch immer die sind. Also, und wenn das in Wahrheit die sind, die schlechteren Noten haben, die schlechteren Zukunftsaussichten, die häufiger eben dann auch dazu neigen, dann im schlimmsten Fall ins Extremistische abzudriften, weil sie eben sonst von niemandem abgeholt werden. Also das sind gerade die, auf die wir eingehen müssten. Was aber passiert ist, dass wir dann halt, dass sie halt doppelte oder mehrfache Diskriminierung von überall erleben. Und deswegen auch wundert mich das nicht, dass da die Zahlen durch zugenommen haben. Und ich sehe halt niemanden, der für sie irgendwie einsteht und ich sehe auch nicht, wo sie sich sehen, außer in den Schlagzeilen der Österreich-Zeitung. Also wo sieht sich denn Mohammed? Wo gibt es denn Mohammeds in der Politik, in der Medienbranche, halt in sichtbaren, anerkannten Jobs, in Führungspositionen? Das, was Jugendliche halt cool finden. Klar werde ich irgendwo irgendwen finden, der es auch geschafft hat und Mohammed heißt, aber mit sichtbar machen heißt ich, dass sie da sein müssten, dass Jugendliche nicht erst 3 Stunden recherchieren müssen, bis sie jemanden finden, der auch so ausschaut wie sie und eben nicht beim AMS ist. Das ist gerade so, glaube ich, ein Zusammenspiel aus all dem, was sie so verletzlich macht. Jetzt hast du in deinem Buch geschrieben von 21 gemeldeten Fällen von antimuslimischem Rassismus, weil du Role Models angesprochen hast, stammen von österreichischen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern. In einem Jahr nämlich. Im Jahr 1904 hat der antisemitische Wiener Bürgermeister Karl Lueger gesprochen, Groß Wien darf nicht Groß Jerusalem werden. Heinz Christian Strache sagte 2005, Wienburg darf nicht Istanbul werden. Hat sich die Gesellschaft von einem gängigen Antisemitismus zu einem gängigen Anti-Islamismus gewandelt? Sind wir nicht klüger geworden als österreichische Gesellschaft? Ist der Antisemitismus vom frühen 20. Jahrhundert mit dem Anti-Islamismus des frühen 21. Jahrhunderts zu vergleichen? Nein, das glaube ich nicht, beziehungsweise ich maße es mir nicht an zu vergleichen. Es steht mir auch nicht zu, habe ich oft das Gefühl, also dass viele Leute finden, dass man das, dass ich als Muslime auch solche Vergleiche nicht ziehen soll, deswegen das Gespräch wird ja auch aufgezeichnet, möchte ich solche Vergleiche nicht ziehen. Also ich finde auch, es macht jetzt auch in der Theorie nicht keinen Sinn. Also ich finde, das ist einfach tatsächlich nicht zu vergleichen. Trotzdem erschüttert es mich, dass halt Rassismus 2020 noch immer so salonfähig ist oder wieder, ich glaube halt noch immer, dass man halt nicht begreift, dass wir in Österreich halt nicht darüber reden, wie bekämpfen wir Rassismus, sondern immer wieder die Frage wiederholen, ist es wirklich so schlimm? Ist er wirklich in der Mitte der Gesellschaft angekommen? Also wenn wir immer nur diese Frage stellen, kommen wir nie zu dem, wie bekämpfen wir es? Weil wie viele Menschen mit Migrationshintergrund, nicht weiße Menschen, müssen denn noch erzählen, was sie alles in Österreich erleben? Das ist ja nicht schön, ständig so einen Sozialporno hinzulegen aus seinen intimsten Erlebnissen, die ja sehr
eben sehr privat auch sind und sehr unangenehm auch, Diskriminierung, die man erfährt, immer zu erzählen, in der Hoffnung, dass einem da endlich jemand glaubt, nur um dann zu lesen, dass dann Leute wieder sagen, na, so schlimm kann es nicht sein und was darf man denn heute überhaupt noch sagen? Heute ist ja alles rassistisch sozusagen. Also es dreht sich im Kreis, weil wir in Österreich uns nicht dazu bekennen, dass wir ein Rassismusproblem haben. Und wenn wir uns aber dazu bekennen würden, dann könnten wir auch Lösungen suchen, wie wir das bekämpfen. Nur, wir haben halt eben, ich bin kein Nazi, ich bin kein Rassist, ich habe nichts gegen Ausländer und verstehe nicht, dass es Zwischenstufen gibt von Diskriminierung. Nur weil man jetzt nicht scheiß Ausländer brüllt, heißt das nicht, dass man völlig gefeit ist vor Diskriminierung. Aber da befinden wir uns aktuell in Österreich, dass der Österreicher und die Österreicherin sich das nicht zugestehen möchte, dass jeder von uns ein Rassist sein kann. Jeder von uns, bestimmt auch ich, schon mal was Rassistisches gesagt und gemacht hat. Und jetzt halt die Frage ist, wie schaffen wir es, dagegen anzukämpfen? Weil was wir jetzt gelernt haben, ist, dass Migranten selber, egal wie integriert sie sind, wie gut sie Deutsch können, auch dann, wir sehen es an Alma Sadic, trotzdem noch immer rassistische Übergriffe erfahren. Also sie alleine können dieses Problem niemals lösen. Du hast am 5.10. Auf Twitter geschrieben, du wünschst allen Lehrerinnen und Lehrern einen Happy Weltlehrertag, und zwar allen antirassistischen Lehrerinnen und Lehrern explizit. Was macht für dich einen antirassistischen Lehrer, eine antirassistische Lehrerin aus? Du hast echt gut recherchiert, also du hast ja echt Tweets aus jeder Jahreszeit. Ich erinnere mich nicht mal, dass ich das geschrieben haben soll. Ein antirassistischer Lehrer ist sich bewusst, dass er Stereotype verinnerlicht hat. Auch wenn er glaubt, er ist weltoffen und war ein halbes Jahr in Guatemala und wie auch immer, dann heißt das nicht, dass er seine Schülerinnen und Schüler nicht diskriminiert. Auch, und das erlebe ich aber, dass ganz viele Lehrpersonen sich von meinem Buch auf die Füße getreten fühlen, weil sie ja unmöglich diskriminierend sind und sie wollen ja das Beste für ihre Kinder, also Schülerinnen und Schüler in dem Fall, und merken nicht, dass es sehr wohl diskriminierend ist, wenn sie ihre Schülerinnen fragen, ah, woher kommst denn du wirklich? Oder wenn sie sagen, ach, machen wir mal was Diverses und jeder nimmt von euch ein Essen aus eurem Heimatland mit. Weil was macht man damit? Man sagt diesen Schülerinnen, Österreich ist nicht euer Heimatland. Wenn man die Namen ständig falsch ausspricht als Lehrperson oder sogar Spitznamen erfindet, wenn man zu faul ist, anders kann ich es nicht sagen, um komplizierte Namen auswendig zu lernen. Ein antirassistischer Lehrer ist sich bewusst, dass er das verinnerlicht hat, reflektiert sich ständig, geht auch vielleicht zur Supervision im besten Fall. Ich weiß, dass es Lehrerinnen haben genug zu tun, aber das ist, glaube ich, wichtig. Und nimmt auch Kritik an und eben wenn es auch von einer Person mit Migrationshintergrund wie mir kommt, nicht gleich diese Abwehrhaltung, sondern überlegt einmal und denkt nach, weil also ich kann mir nicht vorstellen, auch ich habe, während ich unterrichtet habe, trotz meines Migrationshintergrunds eine Situation gehabt, wo ich auch falsch gehandelt habe und den Jugendlichen, also das war ein konkreter Fall, dass der Bursche war immer so extrem aufmüpfig und laut und hat so dumme Dinge von sich gesagt, hat ein klassischer 13-Jähriger, und alle meine Kolleginnen und Kollegen im Lehrerzimmer haben das auf seinen muslimischen Background zurückgeführt. Und ich habe halt mitbekommen, wie sie über ihn reden, und mir hat das halt so wehgetan, weil ich weiß halt, er ist nur ein Jugendlicher, aber sie haben das dann gleich auf alle muslimischen Burschen übergestülpt. Und irgendwann habe ich dann zu ihm gesagt, hey, unter vier Augen zu dem Jungen, du, wieso machst du das? Wenn du dich so verhältst, dann glauben alle, dass Muslime so sind. Und das hätte ich nicht machen sollen, weil damit habe ich ihm ja die volle Verantwortung einer ganzen Religionsgemeinschaft auf den Rücken gebürdet. Und das war auch von mir diskriminierend. Also, und mir ist es bewusst geworden, und ich habe mich dann bei ihm entschuldigt und meinte, okay, wir reden, also so, ich habe versucht, das dann anders mit ihm zu erörtern, wieso er dann solche Dinge sagt und solche Sachen. Und das kam dann raus, er hat zu Hause einfach Probleme. Aber bin ich mir sicher, passiert jedem, weil wenn du als Lehrer und Lehrerin, du bringst so viel Zeit mit diesen Kindern, du sagst halt mal irgendwas, was nicht korrekt ist, und ein antirassistischer Lehrer kann sich entschuldigen, kann dazulernen und ist sich bewusst, dass er sicher nicht frei ist von Diskriminierung, nur weil er eben glaubt, er ist weltoffen und liberal. Jetzt hast du in deinem Buch auch Ziele benannt, zum Abschluss des Buches im letzten Kapitel, und bei Ziel 1 steht, es braucht mehr Migrantinnen und Migranten als Lehrerinnen und Lehrer in den Schulen.
Und ich habe mir die ganz einfache Frage danach gestellt, wie soll man das schaffen? Also wie soll das passieren, dieser Prozess? Und was muss der Anlass sein? Was muss von politischer Seite kommen? Also wie konkret muss man als Politik, als Gesellschaft in Österreich vorgehen, damit das dann tatsächlich auch passiert? Nee, nicht nur Migranten und Migranten, sondern Menschen aus der Arbeiterklasse, weil wir wissen, Lehrerinnen kommen überproportional oft aus der Mittelschicht, teilweise sogar aus der oberen Mittelschicht. In fast keiner Berufsgruppe ist es so homogen, die soziale Klasse. Und das korreliert stark mit der sozialen Herkunft ihrer Schülerinnen und Schüler. Also es könnte nicht stärker auseinandergehen. Und wir bräuchten genauso ein diverses Lehrerzimmer, so divers wie das Klassenzimmer ist. Und wenn wir aber sowas einführen wie diese Studienrechtsnovelle, wo man in 2 Jahren 24 ECTS erbringen muss, dann klingt das auf den ersten Blick wenig. Ich habe das auch locker hingekriegt. Aber was das für Arbeiterkinder bedeutet und für Menschen, die die Uni sich selber finanzieren, ist, dass sie halt einfach im ersten Moment abgeschreckt werden. Das heißt, wenn jemand eh schon nicht weiß, ob er an die Uni gehört, ja, und ob es gut genug ist, dann wird ihn sowas abschrecken. Das ist etwas, wo die Politik konkret solche Dinge nicht machen sollte. Wo sie mit Bildungswissenschaftlern, die die ganze Zeit sagen, dass sogar die STEOP Arbeiterkinder aussortiert, weil bewiesen ist, dass sie ein paar Semester länger brauchen, um sich zurechtzufinden an der Uni, an diesem Ort, im akademischen Duktus und solche Dinge. Und die blühen erst in den kommenden Semestern auf. Und wenn wir sowas haben wie die STEOP oder noch schlimmer in meinen Augen, diese Studienrechtsnovelle, dann sortiert das Menschen aus, die erst später aufblühen würden, weil die halt länger brauchen, weil sie die Uni nicht kennen von den Eltern oder von seinem Umfeld. Also es ist ein Wagnis zu studieren für viele aus der Arbeiterfamilie, weil es ist auch ein Wagnis, einen Ort zu betreten, den noch nie jemand vor dir in deiner Familie betreten hat. Das braucht Mut. Das erfordert wirklich Mut. Und wenn du aber dann so eine Schulenrechtsnovelle hast, dann schreckt das die Leute, die eh schon nicht sicher sind, ob das der richtige Weg für sie ist, noch mehr ab. Das wäre dann eine konkrete Forderung. Und wenn wir jetzt sagen, im Lehrerberuf, das ist ja auch ein Studium, wir sowas auch haben, dann wären es weniger vielleicht Migrantinnen, die halt überproportional oft aus unteren sozialen Schichten kommen und geben, die halt da Lehramt machen. Wobei ich trotzdem noch glaube, dass vor allem in der pädagogischen Hochschule es trotzdem mehr Migrantinnen gibt als in anderen Unis. Also das sind wir, glaube ich, eher an einem halbwegs guten Weg. Ich finde auch, es wäre ein starkes Signal, wenn wir auch endlich mal Schulleiterinnen hätten mit Migrationshintergrund. Also wieso muss es immer nur, also das Lehrerzimmer quasi ist dann das Höchste, was man erreichen kann als Migrantin, so fühlt es sich manchmal an, wenn man im Bildungsbereich arbeiten will, wieso nicht auch als Direktorin, als Direktor, wieso nicht an der Uni, in der Lehramtsausbildung, wieso nicht in der Bildung, im Bildungsministerium, also da bräuchte es einfach überall mehr Migrantinnen. Das ist ja da quasi dann auch die Chefinnen der Lehrerinnen und dann würden vielleicht mehr Migrantinnen automatisch, weil sie das Vorbild haben, diesen Job wählen, diesen Lehrerinnenjob. Jetzt sind wir schon bei unserem Herzensanliegen, bei der Schule, bei der Bildung und wir sind ja inmitten des Schullockdowns sozusagen. Habe heute bei schulgeschichten.at gelesen, aktuell ist es so, nicht in der Schule zu sein, wirkt, als wäre es das Privileg. Nächsten Montag geht es hoffentlich, voraussichtlich für viele zumindest wieder los. Jetzt haben wir aber die Situation, dass es durchaus möglich scheint, dass im Frühjahr eventuell, auch wenn wir es nicht hoffen, noch ein Lockdown kommen könnte, rein theoretisch mal gesprochen. Was müsste das Bildungsministerium jetzt tun, damit Schule für einen möglichen dritten Lockdown adäquat vorbereitet ist? Ja, da gibt es eh so kreative Vorschläge schon, wie Luftanlagen, Unterricht in Kaffeehäusern, in Theatern, also in Kleingruppen, dass man ausweicht. Dann auch, dass man ausgestattet ist mit Laptops, wenn es wieder halt zum Distance Learning geht, weil manchmal kann es in der Schule nicht funktionieren mit der Pandemie. Das ist mir schon klar. Auch die beste Luftanlage kann Jugendliche nicht davon hindern, dass sie nebeneinander tratschen und dann halt das Virus sich verbreitet. Und wenn es dann aber ins Distance Learning geht, dass wirklich jeder Schüler und jede Schülerin ausgestattet ist, weil aktuell haben noch immer nicht alle die nötigen Geräte, das Internet, und machen Homeschooling am Handy von der Mama. Also das ist ja eine Zumutung. Und da wurden ja Laptops versprochen. Die sind nicht bei allen angekommen. Das müsste das, ich weiß nicht, wieso man das in den letzten Monaten nicht hingekriegt hat über den Sommer. Aber falls es zum nächsten Lockdown kommt, muss das umgesetzt werden. Weil, also ich weiß echt sonst nicht, was es noch bräuchte,
das Geld ist offenbar da. Wir haben eines der teuersten Bildungssysteme weltweit. Also wo scheitert es? Ich weiß es auch nicht. Ehe ich das Wort jetzt an die vielen im digitalen Raum bei uns übergeben möchte, habe ich noch eine letzte Frage, die mich persönlich wirklich brennend interessiert. Ich habe mich in den letzten Wochen mit meinen Schülerinnen und Schülern sehr intensiv mit der Debatte um Samuel Paty, den französischen Lehrer, auseinandergesetzt und mit der Aufarbeitung der Mohammed-Karikaturen nach der Publikation von Charlie Hebdo. Und würde dich gern fragen, auch der Florian Klenk hat ja damals Herrn Deix eine Karikatur zugeschickt bekommen, habe ich in seinem Falter-Newsletter gelesen und hat sich daraufhin entschieden, die nie zu veröffentlichen, weil er niemanden in Gefahr bringen möchte. Würdest du jetzt die Entscheidung treffen dürfen, hättest du damals als CEO von Charlie Hebdo entschieden, die Mohammed-Karikaturen zu publizieren? Naja, auch nicht, weil ich auch niemanden in Gefahr bringen wollen würde. Also es ist ja bekannt, wie Islamisten, Extrem-Dschihadisten dazu stehen. Ich finde es auch furchtbar und finde, das gehört zur freien Meinungsäußerung, dass man solche Karikaturen bringen kann. Weiß aber auch, zu was das führen kann und hätte da niemanden in Gefahr gebracht, wobei das ja damals wirklich quasi der erste große Fall war und sie es vielleicht nicht so sehr wissen hätten können. Also damit möchte ich jetzt nicht den Entscheidungsträger von damals kritisieren, nur ich würde es halt wahrscheinlich deswegen nicht machen, aber nicht, weil ich die Karikaturen, also ich finde sie nicht gut, ich finde sie auch nicht lustig, aber wir leben eben wir dürfen uns frei äußern und genauso wie jemand das kritisieren kann, darf das jemand auch bringen. Jetzt vielleicht hast du einen Tipp als Lehrerin für mich, als Lehrer. Ich habe ganz viele muslimische Schülerinnen und Schüler, die sagen, nein, das darf nicht sein. Das durfte nicht passieren und das darf nicht passieren. Ich habe mit ihnen dann versucht, den Weg der Kontextualisierung zu gehen, quasi, es muss doch einen Unterschied ausmachen, ob es der Falter bringen würde mit dem Motiv in den Diskurs rücken oder die FPÖ-Parteizeitung. Aber dieses Gespür für die notwendige Kontextualisierung von Inhalten gelingt ganz, ganz vielen Jugendlichen, so meine Wahrnehmung noch nicht. Hast du da einen Tipp für mich als Lehrer oder einen Appell an die Jugend ganz generell? Ja, ich sage Ihnen immer, dass ich verstehe, dass in dieser jetzigen medialen Berichterstattung Sie sehr sensibel geworden sind, weil wir haben ja echt, also sogar Qualitätsmedien haben so Begriffe wie Islamisierung geprägt, die einfach nur abwertend sind. Und ich verstehe, dass Sie frustriert sind und jetzt einfach so eine Mauer haben und alles und quasi wirklich alles ablehnen, auch solche Karikaturen. Und dann würde ich eben versuchen, mit Ihnen aufzuarbeiten, was das, aber dass eben diese Selbstkritik innermuslimische genauso wichtig ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass das für dich als nicht-muslimischer Lehrer, dass du da nicht so authentisch sein kannst einfach. Also weil es in dir das, wobei ich weiß nicht, vielleicht bist du konvertiert oder so, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, es ist schwierig und ich glaube, du wärst dann gut beraten, vielleicht jemanden, der muslimischen Hintergrund hat, ein Experte ist in dem Bereich heranzuziehen oder Artikel von einer muslimischen Journalistin, die das gut erklärt, wieso das sehr wohl in Ordnung ist, mit ihnen zu lesen. Also da muss man ihnen halt schon aus den eigenen Reihen quasi Leute zeigen, weil es ist ja auch eine innermuslimische Selbstkritik, die wir da fordern. Aber wir wollen, also wir meine ich jetzt meine österreichische Seite, wollen dann eben von oben erklären, so wir erklären euch das jetzt als Österreicher, wieso das okay ist. Und das wirkt dann für viele, vor allem muslimische Jugendliche, sehr paternalisierend und sie kennen das ja auch nur. Und sie haben dann gleich diese Mauer und ziehen die hoch. Und das, glaube ich, ist schon, dieser Diskurs ist schon so festgefahren, dass da gerade nur, ich glaube, muslimische Expertinnen und Experten, Journalistinnen und Journalisten das Bindeglied sein können. So traurig das auch ist, ja. Also, aber es ist echt so weit gekommen und das sind auch die Medien mitverantwortlich und auch einige Qualitätsmedien. Melissa, dann vielen Dank von meiner Seite mal für diese Einblicke und vor allen Dingen jetzt auch bei der letzten Frage für diesen Tipp, für diesen Input für mich persönlich. Ich möchte jetzt sozusagen das Wort an die vielen Interviewerinnen und Interviewer bei uns auf Zoom übergeben.